Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fountain of Youth. Weiter geht's, Leute. Und zwar bei regnerischem Wetter. Aber heute steht einiges an in der Folge. Und zwar wollen wir die Schreinerwerkbank craften. Ich zeig dir mal kurz. Einmal auf Crafting. Und dann links auf Maschinen. Und dann haben wir da die Schreinerwerkbank. Und wir haben gleich daneben die das Trocknungsgestell oder Trockengestell. Wir haben gerade beim Looten, ich habe mal die Kiste ein bisschen voll gemacht, noch ein Wildschwein erlegt. Das seht ihr auf dem Uncut-Kanal. Wer es noch nicht getan hat, schaut gerne mal auf dem Uncut-Kanal vorbei. Ihr seht's, einmal da oben. Wir wollen die 1000 erreichen. Würde mich freuen, wenn ihr mithelft. Einfach kurz mal rübergehen, macht hier kurz auf Pause. Klick auf @chrisplayuncut. Die erste Zeile gleich. Kurz mal ein Abo da lassen und dann könnt ihr hier gerne weitergucken. Und ihr seht vor allem da auch alle Uncut-Sachen, was so im Livestream passiert. So, wir machen jetzt weiter und zwar mit der Schreinerwerkbank. Da fällt mir gerade ein, wir werden auf jeden Fall, ich habe übrigens auch mal Musik hinzugefügt, wir werden jetzt hier mal uns voll trinken. So, das verdunstet sonst. Rein theoretisch können wir das auch rüberpacken, weil in der Flasche verdunstet nichts, soweit ich das weiß. Dann lassen wir die da liegen. So. Okay, wir brauchen einen dicken Baumstamm. Jetzt müssen wir gucken, wo wir einen Baum opfern. Ich bin immer dagegen, die Bäume zu opfern. Also vor allem hier an der Höhle. Weil, wenn das nachgewachsen ist, kriege ich wenigstens hier Ressourcen. Und deswegen gehen wir ein Stückchen. Das Tragen vom Baumstamm gibt uns eh Stärke. Ich habe mich gerade nochmal schlau gemacht. Also Stärke kriegen wir, indem wir schwere Sachen tragen und wenn wir kämpfen. Und Stärke ist einfach gut fürs Tragen an sich. Noch dazu schalten wir demnächst, müsste eigentlich in der Folge heute passieren, noch den Karren frei. Und der Karren gibt uns nochmal zusätzlich 80 Gewicht, was wir tragen können. Und das ist für Lootrunden mega gut. Lauf, kleine Krabbe, lauf! Und froh sein, ich bin satt. Und ich habe genug Essen im Inventar. Beziehungsweise in der Kiste. So, hier nehmen wir gleich mal mit. Das hier ist eine normale Palme. Ich würde sagen, ja komm, die nehmen wir gleich. Wir nehmen die Blätter mit. Und fällen das gute Stück. Baum fällt. Blub. Hast du auf den Kopf gekriegt. Wir können nur eine davon tragen. Und es dauert jetzt ein bisschen, das dahin zu bringen. Das Gute ist, dass wir wirklich Stärke kriegen sollten dadurch. Und wir haben halt die Palmen noch bei uns vor der Höhle. Das ist schon vorteilhaft. Da mache ich kurz einen Cut, würde ich sagen. Guck mal, hier sitzen die Krabben auf dem Stein. Und dann sehen wir uns gleich, wenn wir wieder bei der Höhle sind. So, home sweet home. Dann würde ich sagen, packen wir mal den Dings dahin. Wir gehen zum Crafting und sagen bei Maschine, ich möchte bitte die Schreinerwerkbank. Primitive Schreinerwerkbank zur Holzverarbeitung. Ermöglicht, Baumstämme zu teilen. Und das ist wichtig, das brauchen wir für die nächsten Sachen. Wir platzieren das gute Stück schon mal. Ich glaube, wenn ich mir das so angucke, da ist die Werkbank. Haben wir alles auf die linke Seite. Wir könnten natürlich auch hier eigentlich was... Ich glaube, wir machen das hierher, oder? Wartet mal, wir machen mal abbrechen. Kann ich das hier eigentlich wegmachen? Ja, guck mal. Kriege ich auch noch ein paar Stöckchen. So, dann haben wir hier aufgeräumt. Ja, kommt das Baum auf die Seite. Crafting, Maschinen und Schreinerwerkbank platzieren. So, die stellen wir da hin, würde ich sagen. Ich glaube, da hatte ich die sogar in der Demo auch. So. Platzieren. Wir brauchen einmal das Ding. Und dann brauchen wir noch Seile und Stöcker. Die können wir mal wieder einsortieren hier. Seile und Stöcker. Gleich ein paar mehr genommen für das danach. Platzieren. Wir brauchen eine Axt. Ja, komm, die reparieren wir. Reparieren. Gib mir mal einen Stein. Brauche ich dafür nur einen Stein? Ja. So. Gute Nacht, Drachenlanze. Schlaf schön. So, zack. Und da haben wir die Schreinerwerkbank. Jetzt wird's dunkel, Leute. Es wird dunkel. Guck mal, wir haben eh keine Ausdauer. Wir gehen mal gleich mal schlafen. Bis zum nächsten Morgen. Das passt. So, viel heller wird es hier drin trotzdem nicht. Man kann auch später, glaube ich, noch... Müssen wir, können wir mal gucken. Gibt es denn sowas wie Standfackeln eigentlich? Also eine Fackel gibt's ja.
Da brauche ich aber Lampenöl. Und Lampenöl brauchen wir eine Chemiewerkbank. Aber so Standfackel gibt es jetzt nicht. Es gibt nur Herd mit Topf. Nicht, dass ich wüsste. Bambusgefäß. Lampenöl. Gibt aber bestimmt noch irgendwas. Gibt bestimmt noch irgendwas. So, jetzt gucken wir gleich mal. Wir brauchen als nächstes, glaube ich, den Baumeister-Werkzeugkasten. Da kriegen wir 4 Stück raus und wir brauchen tatsächlich eine Säge. Lass mich lügen, die Säge kriegen wir aus der Werkbank mit Knochen. Ah ne, mit einem großen Stein. Damit dürft ihr raten, wo ein großer Stein liegt. Vor der Base, juhu, ich wusste, er ist irgendwann nützlich. Da ist er. So. So. Okay, dann machen wir uns eine Säge. Steinsäge. Es gibt, ich wollte auch dieses Knochenmesser mal machen. Wartet mal, bevor ich das vergesse. Haben wir dreimal? Oh, wir haben nur zweimal Knochen. Schade. Okay, dann einmal die Säge bitte. So, jetzt haben wir die Säge. Jetzt brauchen wir noch einen Baumstamm. Ja gut, gleich spiel nochmal. Ich gehe dahinter, hol den Baumstamm und laufe wieder zur Höhle. Würde ich sagen. Bis gleich. So, da sind wir zurück. Quasi. Warte mal, Gegenstand hinzufügen. So. Da. Das Ding wollten wir haben. So, und damit haben wir jetzt nämlich noch neue Sachen freigeschalten. Definitiv. Einmal bei Gebäude. Ein Dock. Das ist, um Schiff zu bauen. Ein Spezialgebäude zum Anlegen von Schiffen. Muss im Wasser installiert werden. Es ist besser, Docks an Stützenfundamenten anzubringen. Okay. Und bei Hausbau. Wow, jetzt haben wir natürlich diese ganzen. Noch mal kurz die Kamera weg. Die ganzen Bauteile für eine Hütte. Das Problem ist, was ich jetzt habe, dass du echt viel für den Bums brauchst, ja? Viele Steine und auf jeden Fall viel Holz. Es geht eigentlich. Warte mal, so ein Fundament braucht dann quasi ein... Wobei, es geht eigentlich. Guck mal, ein Holzball, also ein Holz... Ein Holzstamm macht 4 Baumeister-Werkzeugkasten. Das heißt, du brauchst... Ach, guck mal, das meine ich mit Stützfundamente. Verstehe. Das heißt, du brauchst quasi für eine 2x2 Fläche einen Baumstamm. Das geht eigentlich. Ich nehme es zurück, es geht eigentlich. Ich wüsste jetzt nur nicht, wo ich meine Hütte hinbauen will auf der Karte, weil es müsste eigentlich am Wasser sein. Es müsste aber irgendwo sein, wo man alle Ressourcen hat. Also mit Hüttenbau warte ich noch, definitiv. Wir markieren die mal alle, dass die verschwinden. Es geht tatsächlich doch, muss ich sagen. Du kriegst ja immer 4 mit einem Baumstamm. Du musst den Baumstamm immer hertragen. Aber, wenn man jetzt mal bei Maschinen guckt, war das bei Tools? Ich weiß gar nicht, wo war das? Ne, ich zeig's aber mal. Das war bei den komischen Schubkarren da. Da. Karren. Da haben wir einmal den normalen Kahn zum Transportieren von Gegenständen, 80 Gewicht. Und dann haben wir noch den Baumstamm-Schubkarre. Brauchen wir einen geteilten Baumstamm. Alles klar, dann müssen wir doch was jetzt craften. Geteilter Baumstamm, halber Baumstamm, hohler Baumstamm, geteilter Stamm. Alles klar, wir holen wieder Holz. Kein Problem, let's go. Scheiße. So, da sind wir zurück. Muss aufpassen, wenn hier wieder die Skorpione nachspawnen. Dann würde ich sagen, zack. Und wir brauchen einen halben. So, und jetzt haben wir wieder Sachen freigeschalten.
Und zwar die Karren. Juhu. Und eine verbesserte Werkbank. Werkbank zur Herstellung mit einem Schraubstock. Ermöglicht das Herstellen von Leder, Kupfer und Eisengegenständen. Jawollo. Dann die Gerberwerkbank zum Gerben von Tierhäuten. Das ist sehr gut. Aber wir machen uns jetzt erstmal tatsächlich die Karren. Da wir wieder halbe brauchen für die normale Karre. Ich zeig's mal. Karre braucht wieder zwei geteilte Baumstämme. Und wir ja dann wieder Holz hin und her karren müssen, machen wir erst die Baumstammschubkarre, weil wir dann nämlich 6 Baumstämme mit einmal herbringen können. Jawollo! Die möchte ich auf jeden Fall haben. Die sieht irgendwie so riesig aus. Ich brauche einen Hammer dafür. Hammer, Hammer. Den Hammer, Hammer, Leute. Den Hammer, Hammer. Und zwar da. Bam! Eine Karre. Ich hab eine fette Karre. Brum, 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 brum. Kannst du gucken mit deinem AMG, wo du bleibst. So. Jetzt die Frage. Ah, die ziehen wir hinterher. Wie schnell sind wir da? Ey, da bist du immer noch schneller, als wenn du die mit der Hand trägst. Die Frage ist, ob du jetzt langsamer bist, wenn du Baumstämme da drauf hast. Aber Ausdauer verbraucht das Ding trotzdem sehr gut. So, wir werden es gleich sehen. Wir werden damit jetzt mal ein paar Bäume fällen. Haben wir denn noch? Oh, Axt hält noch. Die Axt hält noch. Aber habt ihr gehört, man kann Eisengegenstände bauen. Wir haben noch nicht einmal Eisen entdeckt, aber werden wir schon noch finden. Wir sind auch Survival-Profis, wir finden das. So, aber jetzt gehen wir erstmal hier. Danach machen wir uns auf jeden Fall die Karre zum Looten mit den 80 Gegenständen. Weil das ist halt richtig Luxus dann. So, jetzt liegt das Ding da. Jetzt nehmen wir uns auf jeden Fall hier wieder die Blätter mit. Es ist schon cool gemacht. Auch dass er die da hinlegt. Finde ich persönlich sehr, sehr nice gemacht. Dattelpalme wollen wir noch nicht. Ja, komm, wir nehmen alles mit. Es gibt sogar 3. Nicht ausreichend Haltbarkeit. Haben wir noch einen... haben wir nicht. Brauche den Stein? Oha, was ist denn hier? Hier sind Glühwürmchen. Aber hier ist nichts, weil hier sind einfach nur Glühwürmchen. Schade. Bräuchte den Stein eigentlich. Eigentlich. Hätte ich hier vorhin gesagt, hier lag irgendwo Stein? Irgendwo war doch hier Stein. Ich erinnere mich leise, vage. Muss ich meine Eisenaxt nehmen? Wollte ich eigentlich nicht. Aber egal, machen wir jetzt. Machen wir jetzt. Geld spielt keine Rolex. Oder wie heißt das so schön? Ich würde gerne mal wissen, ob die Dinger nachwachsen, der Stumpf. Halber Baumstamm hätten wir dann direkt. Brauchst du auch noch eine Schaufel dafür. Krass. So, jetzt brauchen wir noch einen. Dann nehmen wir eine kleine Palme. Bist du hier ein Baum? Bist du ein Baumstamm? Bist du ein großer Baumstamm? Oh, 2 sogar? Krass. Meine Eisenaxt fast hin, ey. Okay, krass. Ist da noch einer drauf? Nee. Legen wir hier mal an den Strand, dass ich es wiederfinde. Jetzt bin ich immer gespannt, wie schnell wir damit laufen. Hä, easygoing. Beste Erfindung im ganzen Spiel, ich sag's euch. Überlegt mal, wie viel wir jetzt bauen könnten an diesen Baumeister-Werkzeugkästen. Da hast du eine Base fast zusammen. Muss man einfach mal so sagen. Easygoing.
Und du bist halt mega schnell. Überleg mal, wie langsam du bist mit einem Baumstamm auf dem Rücken mit einem. Okay, das ist sehr, sehr nice, wenn man das am Anfang gleich baut. Also zumindest so schnell wie möglich. Und man kriegt 17 Stärke, wenn man das Ding durch die Gegend schiebt. Okay, dann rennen wir noch 20 Mal hoch und runter und dann haben wir das nächste Level. Cool. Baumstämme bis zum geht nicht mehr. Schön. Sagen, legen wir mal hier hin. Parken wir mal hier. Rückwärts einparken. Beep. Beep. Oh. Kann man gar nicht gut einparken. Jetzt steht's genau im Weg. Okay. So, halber Baumstamm. Einmal crafty craft. Jetzt hat er sich einen Kratzer zugezogen. Was soll das denn jetzt? Was bist denn du jetzt so? Ist eigentlich noch was zu trinken da draußen? Müssen auf jeden Fall den Kratzer behandeln, sonst wird er infektiös, glaube ich. Es hat noch nicht geregnet. Trinken wir daraus. Das war als nix. Da müssen wir uns jetzt eine Bandage herstellen. Was war das? Bananenblätter, glaube ich, wa? Crafting. Bandage. Bananenblätter 2 und einmal Palme. Palme haben wir. Bananenblätter 2. Und Feuer. Da reicht eine Stunde. Feuer machen 3 und der kriegt es trotzdem nicht hin. Okay. Bandage. Warte mal, kann man das... Kann auch das Feuer upgraden? Ah, da fehlt mir der gebrannte Topf. Okay, verstehe. Zack, einmal benutzen. Danke. Deiner Schnitt geheilt. Perfekt. So, jetzt bauen wir den Karren. Zum Looten, Leute. Loot, loot. Was haben wir denn hier? Oh, das brauche ich. Das brauchen wir. Aber das machen wir später. Das machen wir später, das machen wir in einer anderen Folge. Wir bauen jetzt nicht alles mit einmal. Wir bauen jetzt auf jeden Fall noch den Karren. Zum Looten. So. Hammer fehlt wieder. Aber den Hammer. Richtig, Hammer. So, zack. Yes, da ist die Karre. Sehr schön. Hat 100 Jahre gedauert, die herzustellen. Aber was wir haben, haben wir. So, hier wieder zum Feuer packen. Wir könnten mal essen und trinken. Und zwar Coconut. Coconut Shot. Ich mal alles vorbereiten hier. Haben wir sogar noch eine? Coconut, Coconut, Coconut. Trinken voll. Oh, jetzt habe ich die aus Versehen getrunken. Ui. So, ist irgendwas kurz vorm Schlechtwerden? Erstmal mal Hase am Spieß. So. Das Hammer. Dann würde ich sagen, könnten wir mal ganz kurz... Was bauen wir denn als nächstes? Können wir Überblick verschaffen. Was bauen wir? Was haben wir denn hier noch freigeschalten? Verbesserter Schiffsreparatursatz. Verstehe. Okay. Maschinen. Gucken wir mal, was wir so noch haben als nächstes. Dann würde ich als nächstes heute trocknen und tatsächlich aber auch Nahrung trocknen. Ich glaube, das ist das, was wir als nächstes in der nächsten Folge machen. Weil getrocknete Nahrung hält halt viel, viel länger. Und mich interessiert mal, wie viel weniger Nahrung sie dafür aber geben. Weil irgendeinen Haken muss es ja geben. Also wird es wahrscheinlich so sein, dass man weniger Essen bekommt. Und dann haben wir hier noch die Gerbewerkbank. Die können wir auch noch bauen. Nee, uns fehlen tatsächlich große Ast. Okay. Aber es geht voran. Verbesserte Werkbank könnten wir rein theoretisch auch bauen. Die Materialien haben wir da. Krass. Es geht voran, Leute. Das gab's alles in der Demo noch nicht. Ich bin sehr, sehr gespannt. Jetzt machen wir erstmal einen Cut mit der heutigen YouTube-Folge. Lasst gerne ein Däumchen da. Schaut mal auf dem Uncut-Kanal vorbei. Helft mit, die 1000 voll zu machen. Und
Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Erste Zeile in der Videobeschreibung findet ihr @uncut, Chrisplay Uncut, so rum. Und schaut gerne mal rüber. Dort findet ihr auch alles, was wir im Livestream zum Spiel machen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen. Däumchen nicht vergessen und bis dahin, macht's gut. Tschüss. I must venture forth, uncover the fate of my crewmates. These paintings, these inscriptions. What if I can find it?